liebe Frau Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher daheim vor dem Bildschirm. 94,5% der einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldbezieher sind Frauen. Ein Teil davon arbeitet neben dem Kinderbetreuungsgeldbezug auch noch geringfügig dazu. Und dieser hohe Frauenanteil zeigt gleichzeitig auch, dass die Väterbeteiligung nach wie vor extrem gering ist. Obwohl 61% der Väter sagen, sie möchten gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, unterbrechen lediglich 2 von 10 Vätern ihr Arbeitsleben, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Nur 3% der Väter gehen länger als 3 Monate in Karenz. Und die Inanspruchnahme der Väterkarenz ist in Österreich weiter leicht rückläufig. Diese Fakten zeigen eines: Das Thema Karenz und einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld ist überwiegend ein Frauenthema. Es ist damit aber auch nicht nur ein Frauenthema, es ist auch ein Familienthema. Und mit der Erhöhung der Zuverdienstgrenze zum einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld von 7.800 auf 8.100 Euro stärken wir damit also überwiegend Mütter und ihre Familien. Und auch der zweite Beschluss, den wir hier beschließen, zusammen beschließen, stärkt Familien und kommt überwiegend auch Frauen mit ihren Kindern zugute. Wir beschließen nämlich die Verlängerung des Kinderbetreuungsgeldbezugs für ukrainische Familien um ein weiteres Jahr bis März 2025. Wir haben in Österreich aktuell ca. 103.000 ukrainische Flüchtlinge. Der Großteil davon sind Frauen und ihre Kinder. Ich bin selbst Mama und weiß deshalb natürlich ganz genau, in solchen Krisensituationen gibt es nichts Wichtigeres als das Wohlergehen der eigenen Kinder. Und deshalb müssen gerade vertriebene Kinder bestmöglich unterstützt und geschützt werden. Denn das ist einfach gelebte österreichische Solidarität, meine Damen und Herren. Ja, Familien bilden das Grundgerüst unserer Gesellschaft. Sie sorgen für den Zusammenhalt und gerade das bevorstehende Weihnachtsfest führt uns das nochmal ganz klar vor Augen. Und deshalb wünsche ich allen Familien wunderschöne Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. Danke. Zum Wort gemeldet. Heike Eder von der ÖVP aus Vorarlberg war das. Überwiegend Mütter würden mit der Erhöhung der Zuverdienstgrenze beim Kindergeld profitieren. Sandra Gerdenitsch von der SPÖ aus dem Burgenland ist als nächste Rednerin gemeldet.